Ein Weltempfänger, braucht man das heute noch? Ich würde sagen schon. Ein aus der Hand gefilmtes Video, nicht schön, aber kurz, wo ich mal kurz auf die Unterschiede zum Texon PL365 und 368G eingehen möchte, die ich im Internet so zumindest noch nicht gesehen habe. Also quasi Unterschiede, die sich bei mir nach dem Kauf gezeigt haben und auf die ich so gar nicht vorbereitet war, im positiven Sinne natürlich. Hier mal kurz das Gerät in lustigem Orange von wellenjagd.de übrigens gekauft. Auch nicht gesponsert oder so, sondern wirklich gekauft. Dann gibt es da so komische Ohrhörer dazu, die taugen nichts. Also zumindest sind die eher billig. Und hier noch die Rollantenne, die ist optional. Das ist eine 5-Meter-Antenne, die man oben hier an die Antenne dran machen kann. Und das Interessante ist, wenn man sich beide Empfänger anschaut, das tun wir jetzt und dann erzähle ich mal was dazu, sehen die sich doch recht ähnlich. Witzigerweise. In der Tastatur nicht, aber das sind nicht die einzigen Unterschiede. Denn der linke ist etwas schwerer und hat hier ein normales Batteriefach für 3-Mignon-Zellen. Der hier hat einen Akku und zwar so ein BL5C-Akku von Nokia, den man ja, in vielen Handys vorfindet. Es gibt aber noch mehr Unterschiede, nämlich in der Ausstattung. Es wird immer gerne erzählt, dass der Scanner schneller sucht und dass man eine 10er-Tastatur hat, aber es gibt auch einen Bandbreitenfilter für AM und SSB, es gibt einen Synchrondetektor und vor allen Dingen keine analoge Endstufe. Hier haben wir nämlich den Lautstärkeregler mit Anschlag. Hier haben wir zwei Rändelregler für Lautstärke und für den Sender, hätte ich bald gesagt, für die Frequenz. Links der hat Mini-USB, rechts der Micro-USB, also beide können auch Akkus im Gerät laden. Der rechte sowieso, der auch etwas leichter ist durch den BL5C-Akku. Eine Tasche ist dabei und eben hier oben diese Mittelwellenantenne. Die braucht man, wenn man eben Mittelwelle empfangen will. Man kann die dann drehen, also man hält ihn dann senkrecht und kann dann hier den Ferritkern drehen, dass der Empfang stärker wird. So, ich kann das natürlich jetzt hier schwierig zeigen von der Empfangsqualität, aber ich will mal so ganz grob zeigen, was die Unterschiede sind, die mir aufgefallen sind. Wir werden dann aber gleich mal gucken, wie der PL368G ist im Vergleich zum Jaeso FT818, der mit einer Aufsteckantenne bestückt ist, also so sage ich mal relativ artverwandte Ausstattung. Jetzt haben wir hier natürlich auch einen Deckenfluter an, der ja auch noch ein komisches Schaltnetzteil hat, also das stört auch, also ist ein bisschen schwierig, aber wir gucken gleich mal. So, angeschaltet wird er hier. Hier hören wir jetzt AM und was man hört, wenn man hier so durchdreht, der hoppelt. Also er setzt kurz aus. Man kann dann hier umschalten auf SSB. Das bringt natürlich hier jetzt wenig. Und wenn man jetzt hier dreht, hoppelt er auch. Es sei denn, ich gehe in den 10 Hertz Raster, dann hoppelt er nicht. Hier oben bei der Antenne übrigens auch gibt es, das ist vielleicht auch noch ein Unterschied, hier so einen relativ dicken Knopf, also die ist recht flach drin. Hat man auch geändert, die Antenne hier ist ein bisschen spitzer, kann man rausziehen und da kann man auch gut diese Rollantenne dran anklemmen. So, ein Bandbreitenfilter hat er nicht. Ich mache jetzt hier nochmal SSB an, das hört man am Rauschen auch ganz gut. Das klingt recht dumpf. So, machen wir das jetzt beim Rechten. Der übrigens witzigerweise, wenn man ihn ausmacht, na, komm schon, so lustig ausblendet. So, auch hier können wir das mal hören. Er rastet auch, aber vielleicht nicht ganz so schlimm. Und vor allen Dingen bei SSB-Empfang, bin ich jetzt auf SSB, mal gerade gucken. Ja, USB, hören wir das mal hier. Sind die Rasterschritte doch deutlich kleiner, als wenn ich das mal hier mache. Also allein da lohnt sich schon der 368. So, und jetzt zu dem Bandbreitenfilter. So klingt etwa der 365. Und hier habe ich noch eine hellere Einstellung. Das kann sich bei Signalen positiv äußern. Und diese Einstellung hier für CW. Ich kann das auch hier am Rad drehen. So, UKW-Radio haben Sie beide. Genauso wie hier Langwelle und Mittelwelle, was hier in Deutschland ja jetzt nicht mehr so viel nützt, aber man hört doch nachts doch sehr viel. Auch wenn ich das jetzt hier bei der, ja, bei dem ganzen QR-Match hier nicht so zeigen kann. Die Bedienung ist übrigens auch super. Achso, nee, natürlich, das muss ich auch noch zeigen, ne? Frequenzeingabe. Beispielsweise 70, 70.
Enter. Na, hat nicht funktioniert. Achso, mal gucken. 7070. Achso, da ist er jetzt schon. Jetzt ist er am 40 Meter Band. Das kann ich natürlich hier nicht machen. Hier habe ich nur die Möglichkeit. Ich hoffe, man sieht das Display hier, dass ich mich hier durch die verschiedenen Bänder, das sind 12 Stück, glaube ich, kann ich mich dann durchschalten. Das kann ich bei dem auch, aber so habe ich natürlich durch die Frequenzeingabe einen relativ schnellen Zugriff. Es gibt eine Uhr, es gibt einen Timer. Wenn ich hier die Tasten lang drücke, zum Beispiel die Ziffer 1 zum Beispiel, kann ich den UKW-Bereich einstellen, also ab 67 bis 108 MHz. Da geht im Prinzip Bosfunk, sofern man ihn noch empfängt. Hier drücke ich dazu die FM-Taste. Ich kann die Uhrzeit hier oben einstellen, die Weckzeit einstellen. Ich habe die Möglichkeit, Mittelwelle ganz, oder die Langwelle ist, glaube ich, ganz an- und auszuschalten. Ich kann die Schrittweite einstellen, 9 oder 10 kHz. Dann ändert er auch die Temperaturanzeige von Celsius in Fahrenheit. Also der kann wirklich für das Geld, was er kostet, nämlich knapp 100 Euro allerhand. So, was spricht jetzt für den 365 und 368? Also Batteriebetrieb ist natürlich sexy, braucht man keine Akkus, geht überall. Wo bin ich mir jetzt angegangen? Wollte ich doch gar nicht. Hallo, gehst du mal wieder aus? Diese Akkus blähen sich ja dann doch immer mal auf. Also das ist schon schwierig, aber mein Freund Mani hat das mal getestet. Laufzeit war für mich so ein Gedanke. Also wenn man jetzt 2700 mAh Akkus da reinpackt in den linken, dann hat man ja ewig viel Leistung bei 3,6 Volt. Und dieser Nokia BL5C im UKW-Betrieb bei Dreiviertel Lautstärke hält so rund 13 bis 15 Stunden mit Unterbrechungen. Das ist auf Kurzwelle nicht viel weniger. Also ich sage mal, einen halben Tag kommt man damit auf jeden Fall gut rum. Das reicht, denke ich. Und notfalls läuft er auch ohne Akku. Also man kann einfach eine Powerbank an der Seite dran machen und das Ding betreiben. Texun hat natürlich noch viel größere Weltempfänger. Also diesen H501 heißt er, glaube ich. Oder natürlich den Texun S2000. Aber man muss sich fragen, was will man damit? Als Funkamateur hat man eh irgendwas Besseres in Anführungsstrichen. Also jeder Transceiver ist letztendlich besser als so ein Weltempfänger ohne AGC und alles, gerade wenn man erst SSB-Empfang machen will. Aber bei der Größe, ja, so ein DSP-Weltempfänger für unter 100 Euro für die Jackentasche, das hätte man sich früher gewünscht. Der Sony ICF SW100 war so ein Teil, den habe ich auch mal kurz gehabt und wieder zurückgegeben, weil mir die Empfangsqualität und der Lautsprecher überhaupt nicht gefallen haben. Hier kann ich sagen, das Ding klingt. Wenn ich den hier mal auf FM. Jetzt habe ich natürlich, ja gut, jetzt habe ich die Antennen drin. Ein bisschen hört man vielleicht was. Also man kann es erahnen. Also der klingt schon ganz gut. So, jetzt ist aber die Frage, wenn wir jetzt einen FT818 nehmen, wie schlägt sich denn da eigentlich der 368? Ist das eigentlich jetzt besser, schlechter oder gleichwertig? Zum Vergleich nehme ich jetzt hier meinen FT818 von Yaesu. Das ist ein Allband-Transceiver und habe hier so eine Vertikalantenne dran hier hinten, so eine ATX 1080. Man muss jetzt fairerweise sagen, von der Großsignalfestigkeit und den Filtern ist dieses Gerät hier natürlich so einem Weltempfänger absolut überlegen. Ja, also völlig klar. Aber wenn wir jetzt recht schwache Signale empfangen, was ja im Prinzip unterwegs, wenn man jetzt nicht optimale Antennen hat, auch so ist, verhält sich das natürlich ganz anders. Ne? Also von daher darf man da jetzt nicht bitte verstehen darunter, dass man an so einen Weltempfänger eine große Antenne dran machen kann. Das würde natürlich nicht funktionieren. Das würde der FT818 deutlich besser wegstecken. Aber wir reden hier über eine Preisdifferenz von so um die 600 Euro. Also sprich diese knapp 100 Euro, die so ein Weltempfänger kostet und die 600, 700 Euro, die so ein Transceiver kostet, den ich auch mobil mitnehmen kann. Dann allerdings ein bisschen aufwendiger mit Antenne. Und da ist es schon erstaunlich, wenn man das mal bei, ich sage mal, Durchschnittssignalen vergleicht. Aber hört euch das mal an im 80-Meter-Band. So, nehmen wir mal das 80-Meter-Band. Jetzt ist natürlich die Antenne nicht ganz optimal, wenn ich jetzt hier anfasse. Wird das Signal natürlich lauter. Ja, das ist natürlich jetzt schwierig mit Kamera halten. Ich versuche es mal etwa abzustimmen. So ist besser. So. Machen wir den aus. Jetzt nehmen wir den Texun. Muss jetzt auf derselben Frequenz sein. Jetzt haben wir das Problem,
Na, was ist denn jetzt hier? Diese 20 Herzschritte, das ist ein bisschen doof. Ich halte mal ein bisschen weiter weg, sieht man ja gar nichts. Jetzt verstehe ich nicht, warum ich den nicht abstimmen kann so richtig. Mal gucken. Jetzt haben wir einen anderen. Ist er weg? Hier haben wir wieder einen. Jetzt wird einer jetzt ein bisschen schwierig. Ach, hier haben wir einen, der klar ist. Diese 20 Hertz sind ein bisschen grob, 100 Hertz wären natürlich noch nett. Lassen wir den mal quatschen. Schalten wir nochmal hier drauf zurück. Vielleicht finde ich den jetzt auf die Schnelle. Ja, ist jetzt schwierig. Aber ich denke, was man auf jeden Fall gut hört, gut, es sind jetzt hier keine starken Stationen so richtig. Aber es ist auf jeden Fall ausreichend, um aus der Hand heraus ein bisschen Kurzwelle zu hören. So ein Gerät, was man eigentlich immer dabei haben kann. Und das ist der PL368. Gehe also in meinen Augen ein wirklich schönes kleines Empfängerchen. Kann ich nur empfehlen. Ja, abschließend sei noch zusammengefasst, also wer jetzt nicht unbedingt Batteriebetrieb möchte, kann diese paar Euro mehr für den 368G durchaus ausgeben. Schlechter ist der Empfänger des Kleinen nicht oder des günstigeren. Er hat halt weniger Bedienelemente, ist weniger komfortabel, aber der Bandbreitenfilter und der Synchrondetektor, der bringt zwar nicht viel, aber immerhin hat man einen, sprechen schon dafür zu sagen, okay, die paar Euro kann man mehr ausgeben. Also es ist wirklich, ich sag mal, je nachdem, wo man den einkauft, bei wellenjagd.de würde ich ihn kaufen, weil Wellenjagd behauptet zumindest, dass sie den 368G hier in dieser Baustellenfarbe als einziges importieren und dann kriegt man auch ein deutsches Handbuch. Das finde ich sehr angenehm. Da macht der Preisunterschied, glaube ich, so runde 10 Euro aus. Und die kann man da wirklich drauflegen. Also, in diesem Sinne, viel Spaß beim Weltempfang.